Hallihallo, heute mal was ganz, ganz anderes. Und zwar, ihr wisst ja, ich bilde mich viel weiter, mache viel Fernstudien, besuche Kurse und, und. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal was ganz, ganz anderes als bisher, weil meistens ging es ja doch eher in die psychologische Richtung oder in die Rechtsrichtung. Ich habe natürlich immer noch vor, das Fernstudium für Kriminologie zu absolvieren. Aber jetzt habe ich erstmal noch was ganz anderes gebucht, und zwar Wellness. Ist aber nicht nur einfach Wellness, sondern da geht es um den ganzen Körper. Hier wird dann wirklich gelernt und gelehrt, alles zum Körper, alles für die Gesundheit, alles zum Thema auch Darm, ja, Rückenmassage und. Also wirklich alles, was mit dem Thema Wellness und Gesundheit zu tun hat. Gleichzeitig habe ich aber noch einen Kurs gebucht. Mesotherapie nennt er sich. Ja? Geht dabei um Beauty und alles das, was ich da dann gelehrt bekomme, werde ich natürlich an mir testen. Also ich bin jemand, der sowas nicht an anderen testet, sondern sich dann selbst als Versuchsobjekt quasi nimmt, weil sowas, wenn sowas schief geht, ist es Körperverletzung. Das sollte immer bedacht werden. Auch Beauty kann gefährlich sein. Nicht grundlos wurde ja auch vieles inzwischen abgeschafft und soll mehr in die Richtung der Ärzte gehen, ja, oder übertragen werden. Auch wenn es teilweise ein bisschen arg übertrieben wurde mit dem, was man abschaffen will und ändern will und den Ärzten übertragen will und der Kosmetik bzw. auch den Tattoo-Studios etc. quasi wegnimmt, so hat es trotzdem teils seine Berechtigung, weil, wie gesagt, gerade auch mit Laser kann man viel falsch machen und es ist Körperverletzung. Und von daher werde ich natürlich diese Ausbildung, die ich da dann mache, an mir ausprobieren. Wenn ich da was falsch mache, bin ich es wenigstens selbst und nicht irgendwer anderes. Das nur einfach mal für euch so noch zur Info. Und ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich meine, ich kann auch gerne diese Ausbildung, ja, teilweise mitfilmen, wenn es euch interessiert, wenn ihr Interesse daran habt, wie sowas funktioniert. Wenn euch das interessiert, lasst es mich wissen, damit ich entsprechend diese Behandlungen an mir selbst dann auch festhalten kann und euch mitteile. Ja, heute habe ich übrigens hier mein Malta-T-Shirt an, weil wenn man schon keinen Urlaub hatte und nicht weg konnte, dann sollte man sich wenigstens ein bisschen Urlaubsfeeling beibehalten. Und da Malta so ziemlich mein Lieblingsgebiet ist und ich mir auch dieses T-Shirt deswegen dort gekauft hatte, habe ich das heute mal an. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen super tollen Tag. Ich hoffe, auch wenn es hier zwar sehr, sehr trüb ist, ich hoffe, ihr habt trotzdem einen wundervollen Tag. Bei manchen soll es richtig sonnig heute sein. Und hoffe so, ihr könnt es genießen. In diesem Sinne, wir sehen, lesen und hören uns wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis bald.